Hallöchen, zu Hause begeistern, wieder los. Und zwar in... das Spiel hat einen Namen. Obsidio. Obsidio. Richtig, dafür habe ich Lexi dabei, dass sie meine Wortfindungsstörungen hier mit sinnvollen Wörtern ergänzt. Nebenbei spielt sie aber auch mit. Das, sinnvolle Wörter. Ja gut, sagen wir mal. Nicht immer. Annähernd. Mhm. Sind wir uns wieder hier schön im Takt wiegen. Welchem Takt auch immer. Und sind halt immer noch Level 0. Mehr gibt es eigentlich kaum zu sagen. Außer, dass wir dann einfach mal loslegen. Ohne Hard Mode natürlich. Mhm. Level 0 ist wahrscheinlich auch nicht gerade der Punkt, wo man Hard Mode nehmen sollte. So, wir beginnen einfach in der Farm Lane und arbeiten uns dann bis zum dritten Haus durch. Also wir gucken mal, wie weit wir in einer Folge jeweils kommen. Und wir starten. Im Grunde sind wir ja auch nicht so viel schlauer wie vorher. Jetzt muss ich mein Pad wieder... Pad lässt mich vor der Wand laufen. Na, ja, hör auf. So. Hallo? Was? Ich bin noch nicht da. Stimmt, das fällt mir auch auf. So, das ist jetzt hier auch wieder so lang, bis ich da bin. Ja. Oh, ups, der Bock hat hier reingejumpt. So, ich nehme... Was habe ich denn immer so mitgenommen? Ich erinnere mich nicht mehr. Temperatur nehme ich mit. Ich nehme mal diesmal die Sprachbox mit. Und so nehme ich mit. Wow. Was haben wir denn da noch? Achso, Videokamera. Nehmen wir das Buch noch mit. Aber wir können ja nur zwei Sachen tragen. Ja. So war das ja. So, erstmal den Ausgang finden, ne? Wie war das? Aua. Aua. Mach erstmal meine Geräte an. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich die nur klicken darf und nicht ziehen darf. Dann laufe ich nämlich durch die... Ja. Die Katze, das sieht ja geil aus. Guck. Oh, das Kochmagazin liegt da unten. Ja, da liegt doch eine Flasche. Oh Gott, der da wieder. So, mal gucken. Ach, Keller. Ach, das war dieses Krümpelhaus. Ja, okay. Wo die Couch auch quer an der Wand hängt. Zinaini. Das dahinter ist doch nichts, oder? Bin ich einmal ums Haus gerannt, ach da. Wandschrank. Einmal ums Haus gerannt. Hier waren wir eben schon drin, oder? Ich weiß nicht, sieht das so gleich aus? Stand gerade vor mir. Echt? Ja. Oh, hier liegt... Nee, das heißt ja nichts. Geht's jetzt schon los hier? Ich weiß es nicht. Was, so oben? Nee, noch nicht. Hier. War das eine Tür? Geh mal hoch. Ich finde das Türen mit nur einem Klick aufzumachen, finde ich eigentlich sehr angenehm. Das sollten sie fast mal auch machen. Ja, das dachte ich mir auch. Ach, da bist du. Gott, hast du mich gerade erschreckt, ey. Entschuldigung. Was sind denn das für Geräusche hier? Sehr komisch. Ich kann sie aber noch nicht so recht einordnen. Irgendwie ist es sehr ruhig hier, ne? Ja. Ganz schlimm. Ach, Tag. Oh Mann.
hier jetzt schon? Nee. Hat 26 Puls. Ich glaube, man sollte langsam mal runtergehen, mal rausgehen. Oh, ich habe ein Lachen gehört. Echt? Ich nicht. Kinderlachen. Sieht's denn mit dem Buch aus? Immer noch leer. So, was haben wir denn da? Können wir das irgendwie... Du wollte ich da nicht eingeben. Na, das ist auch nichts. Ist noch ein anderes Wort für Lachen außer Love? Nee. Child. Das hatten wir ja schon mal. Wir hatten ja nur den Child Scream, aber. Naja, und das passt ja nicht. Dann kann ich da echt noch nichts zu sagen. Wie geht's uns denn? Na, 75, okay. Ich war noch nicht im Keller. Das war der einzige Ort, wo ich jetzt noch nicht war. Ah ja, dann war ja. Stimmt. Die Keller, die waren ja schon. Ja. Oh, warte, hier sind 5 Grad. Hier sind 5 Grad. Sonst überall immer um die 20 gewesen. Echt? Ja. Also können wir mal davon Sag ausgehen. Mal. Jetzt die Küche mal noch gutachten, aber ja, EMF sagt ja noch nichts soweit. Was war das? Weiß es nicht. Sollte meinen, hier wäre was, aber irgendwie muss ich doch noch mal den Dings aufheben. Ja, bleibt dabei, hier sind 6 Grad. Mal eben kurz Küche gucken. Ne, Küche sind 18 Grad, 18, 20. Hier auch. Naja, das muss schon... Hier ist auf jeden Fall. Du hast gerade geredet. Echt? Ja. Über die Box? Nein. Okay. Wo war denn eigentlich unser Startraum? Da ist was, ja. Da ist er. War der richtige Ort. Aber EMF kriege ich keine nicht. Box. Aber EMF auch nicht. War das eine Tür? Fenster? Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich konnte im Moment noch nichts... Da ist ein Bild. War das... Aber in dem Haus kann ich halt echt nicht sagen. Ja, das ist das Problem, dass man in dem Haus liegt ja schon vieles einfach so rum. Ja, ich nehme da mal die Videokamera, aber... Viel mehr haben wir ja jetzt nicht mehr. Geht's gut, jetzt sind wir eh nah draußen, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich habe noch nichts gesehen, was der irgendwie gemacht haben könnte. Ich auch nicht. Ach, es geht weiter. Okay. Macht zwar komische Geräusche, aber ich kann nicht einordnen. Ich kann nicht sagen, was das sein soll. Ich finde aber auch jetzt gerade keinen Orb. Clear. Musikbox. Ja, und irgendwas ist gerade kaputt gegangen hier. Eine Flasche oder so. Flasche oder Teller? Nee, auf jeden Fall kein Teller, wenn da war es eine Flasche. So, wir haben als Clues, haben wir einen REM-Pod, wir haben die Musicbox. Ja, bisher noch nicht viel mehr. Musicbox.
Dann haben wir wahrscheinlich Flaschen. Da nicht. Was war das nochmal mit dem Flaschen? Smashers Bottles. Ah, Bottles, da ist es, ja. Haben wir echt da nicht viel rausgekriegt? Nee. Das kann ich hier nicht mehr ausstellen hier. Röntgen hat ja keine. Buch hat er auch keins. Oh. Hast du schon mal nach Orbs geguckt? Ich bin dabei. Ach so. Aber da unten in dem Raum jedenfalls nicht. Guck jetzt mal, ob ich woanders finde. Gott, in dem Haus ist echt schwer. Mach mal eine Kerze an. Das warst du nicht. Nee, es könnte. Treppenstufen knarren oder. Sein. Ja, für mich hörte sich das gerade an, als wenn die Treppenstufen. Ja, aber ich war in dem Raum mit dem Schaukelstuhl. Ja, gut. Ich habe vielleicht was anderes gehört als du. Ich weiß nicht. Oh, so ein Hauch. Das war ein Klopfen. Bei mir war ein Hauch. Da ist es bestimmt Disembodied Breathing, kann das sein? Kann sein. Oder dieses Hauchen. Ich kann das halt gar nicht einordnen. Aber wenn man das Hauchen ankreuzt, wäre es bei mir schon ein Djinn. Ich habe gerade, glaube ich, eine Tür zugehen hören. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich bin irgendwie gerade den Geräuschen nicht mehr so vertraut. Beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, ich kann ein paar Sachen schon einordnen, dieses Mal wieder nicht mehr. Ich glaube, ich sollte auch mal langsam wieder rausgehen. Das glaube ich auch. Oh, 120er Puls. Ich sehe halt nichts da drin. Oder das? Der redet schon wieder. Ich höre nichts. Ich habe mal dieses Disembodied Breathing angekreuzt. Er hat gerade wieder Hey gesagt. Was war das? Ganz schön an tun. Nein, das ist doch nicht mein Ghost Wiki Ghost Eliminator, auch nicht. Doch, da war es. Ambient Freezing, okay. Gin, ja, das wäre ein Gin. Wenn das so richtig ist. Mhm. Was war denn mit Opens Closed Doors? Könnte auch noch sein. Dann bleibt es halt ein Djinn. Ja. Der Rocking Chair bleibt auch ein Djinn. Okay. Das ist nur die Frage wegen den Orbs. Ja, ich habe bisher noch nichts gesehen. Wie geht's mir denn? 63, okay. Ja. Rinder. Eigentlich auch noch nach anderen Dingen gucken. Ne?
das schon alles so vergessen, was es für Zeichen gibt, so Sachen an den Wänden. Aber da habe ich auch noch nichts gesehen. Was war das? Das ist echt erstaunlich ruhig mit dem. Das ist unfassbar. War noch nicht im Keller. Hast du hier die Kerze angemacht? Oder ja. Brennt die von Natur aus? Nee, ich hab die angemacht. Okay. What? Well. Ja, eigentlich irgendwelche einen Sicherungskasten im Keller oder so. Ja, der ist offen. Kannst du mal versuchen, Licht anzumachen? Nee, geht glaube ich nicht. Ich habe eben probiert. Doch, geht. Doch, dann war es wahrscheinlich eine kaputte Birne, wo ich das probiert habe. Ich lasse das Licht mal an. Ja, ich auch. Der Sicherungskasten war nämlich offen. Okay. Boah, der verhält sich so still. Wie soll man denn da... Gib uns ein Zeichen. Give us a sign. Ich glaube, darauf reagiert er gar nicht, ne? Nö. Ja, das ist dem ganz egal. Wie heißt der nochmal? Breaker, ne? Turns on off Breaker. Ja, der hat nur den Deckel. Hat er jetzt wieder das Licht ausgemacht? Weiß ich nicht. Was ist denn hier der Lichtschalter? Ne, Licht geht noch. Aber vielleicht liegen wir einfach schon richtig, dass es ein Djinn ist und müssen nur noch zuschlagen. Ja, machen wir einfach. Mal eben gucken, wie es mir gerade geht. 108, vielleicht mal einen kleinen Moment warten. Djinn, Kreuz und Salz bräuchte der. Macht Lichter an und aus? Und ja, das kann sein. Ich habe eben den Lichtschalter gehört, glaube ich. An und aus. Ja, das passt ja eigentlich gut. Aber eigentlich macht der Herd und TV oft aus. Mit dem Rocking Chair ist eher ankommen, also nicht so häufig. Killt Hauspflanzen. Ja, nicht so häufig heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Ich habe jetzt Gin ausgewählt. Oh, back. Das war Select Ghost. Jetzt kann ich noch. Achso, das ist im. Also so Kreuz und Salz wieder dorthin platzieren. Ja. Die Jesus-Statue. Ah ja, okay. In 3 Metern des kältesten Spots. Okay. Ja, und da muss man halt gucken, dass offensichtlich die das Radius aus sind. Also unten der Sicherungskasten ist offensichtlich egal. Gut, also brauchen wir die Jesus-Statue, Salz und Kreuz. Sehe ich das richtig? Okay. Siehst du da? So, Kreuz. Hier. Das Bild lag doch eben nicht hier, sondern weiter weg. Okay. Was ist denn die Jesus-Statue? Das ist Salz. Ach, das ist das Kreuz, okay. Wahrscheinlich, ne? Nehme ich doch mal an, weil da ist ja sonst nichts. Okay, ich habe Salz habe ich schon in der Hand. Kreuz auch. Ja. Die Bibel nehme ich dann mit. Ja. Und schmeiß den Kelch um. Darf halt nur die Bibel nicht zuerst hinschmeißen. Gut. Kältester Spot war wo? Hier. Wo alles liegt. Zack. Kreuz und Salz. Zack. Dann Jesus. Und dann die Bibel. Ab geht's.
Okay. No. Haben sie da oder haben sie da nicht? Das ist die Frage. Er ist weg. Ich glaube, wir haben es geschafft. Bin mir nicht sicher. Nur zumindest hantet er nicht. Was war das? Da war ein Geräusch. Ich weiß von nichts. Alright, I'm on my way. Spannung. Oh. Große Spannung. Klang ja nicht so. Gewonnen! Gewonnen! Yay! Okay, Ghost not guessed correctly. Holy water. Not in room, Ghost not guessed correctly. Ja. Okay. Ja, gut, klar. Heiliges Wasser nicht, weil der Geist falsch war. Ja, Remport mir. Und trotzdem haben wir gewonnen. Ja, so. Oh, gut. Haben wir den dafür jetzt mal. Level 1, yes! Level 1. Da feiern wir. Da feiern wir ab. Oh, der war sehr, sehr ruhig. Ja, das war schon erschreckend ruhig. So, dann gehen wir mal zum Wilson Drive. Level 2 kriege ich eine neue Hose. Das wirst du ja, nicht nur du, ich auch. Ja. Das ist nicht exklusiv. Ja, aber einer sollte dann ja nicht wechseln. Das ist doch egal, wir sehen doch sowieso immer nur den anderen und nicht uns selbst. Zumindest ja, das ist so. So, okay, ich nehme wieder dasselbe. EMF, Temperatur. Remport. Spiekerbox. Spicker. So, gehen wir erstmal gegenüber rein. Ja, ich. Oh. Achso, ich sollte vielleicht auch die Geräte anmachen. Ich muss mir merken, unbedingt, wo es rausgeht. Das ist. Oh, das war schon mal eine Flasche. Ich mach mal Licht an. Ja, das ist gut. Was war das? Oh. 4er EMF grad hier. Okay. Also scheint. Ah, ich hör's. Hier im Bad hier zu sein. Hier. Da war gerade sogar kurz auf 5, glaube ich. Da schmeißt wieder was. Okay. Ja, 6 Grad haben wir hier. 3 Grad, ja, genau. Da liegen wir wohl schon richtig. Das ist gut, das ist natürlich sehr nah am. Ja, aber weit weg von. Vom Ausgang. Man kann nicht alles haben. Aber vielleicht finden wir jetzt einen Orb da. Komm hier in das Buch auch noch mit. Komme ich denn hier raus? Wir sind schon unten, ne, oder? Ich weiß gar nicht. Das Buch musste man ja auch nur hinwerfen, oder wie, oder was? Ja. Das passiert aber auch schon in der Hand. Okay. Oh, jetzt liegt's da. Hier ist der Teller. Okay, da habe ich jetzt wieder keinen Orb. Clear. Was ist da gefallen? Da ist die Flasche. Ist eine Flasche gefallen oder? Flasche ist kaputt, Teller ist kaputt. Okay. Dann wäre ja wohl beides. Oh, und Grabsteine im Garten. Also erstmal Bottles, Mesh Bottles. Und Plates. Plate. Mesh Plates. Okay. Ja gut, es ist Kruzifixes outside ist noch nicht, nur die Grabsteine. Ja, wie heißen? Haben die denn? Ich weiß nicht. Ja, die haben keinen extra Punkt. Du Mist. Bewegt Bilder. Er hat gerade hinter dir ein Bild verschoben. Echt? Ja, da schwebt's.
Aber auch wieder ein Geräusch, was ich nicht einordnen konnte. Das ist Painting. Float Painting. Float Painting. Ja. Was haben wir denn noch? Nox, Scribble, Write und Paintings? Nein. Nee. Flip Paintings Upside Down. Nee, auch bisher nicht. Steal All Paintings. Ne, dann wird es wohl Float Painting sein. Wo war unser Raum? Hier. Da liegt's. Also. Achso, ich sollte das vielleicht auch mal so gucken, dann kann ich auch mehr sehen. Aber hat er nicht geredet. Ich sollte vielleicht mal ohne Tischenlampe gucken. Kann ich Orbs auch besser sehen. Und Röntgen. Röntgen hat er auch. Ja. Achso, da hatte ich überhaupt noch nichts eingetragen von den Clues. Also wir haben EMF, wir haben Music wir Box. Haben EMF, wir haben Music Box. Und wir haben Radiation. Das war's. Bisher schon, ja. Okay. So, was hat er jetzt hier gerade für ein komisches Geräusch gemacht? Oh. Wir haben hier ein Pentagramm mit einer Voodoo-Puppe drin. Nice. Clear. Flasche. Ja. Aber haben wir ja schon. Schmeißt uns hier mit Flaschen. Nicht nett. Ich kann mal mit dem Pentagramm irgendwas anfangen, oder ist das irgendein... Nö, nur ein Hinweis. Kannst du vielleicht anzünden, weiß ich nicht. Ja, wir haben kein Feuerzeug, ne? Gibt's auch nicht, oder? Ne, kannst nichts mitmachen. Pentagramm und Floor, ja. Dann nehmen wir das mal. Dann haben wir einen Dämon. Ach, das ist ja nice. Ich höre wieder was. Ah ja, da habe ich wieder ein Lachen gehört. War das der Rocking Chair? Ich habe ein Lachen gehört. Ich höre immer ein Lachen. Ich bin immer das derjenige, der lachen hört. Ja. Ich freue mich langsam. Also, ich bin nicht so sicher. Was war das denn? Wieso habe ich gerade... Ich habe gerade eine Schrift vor Augen gehabt, die dann aber wieder verschwunden ist. So mitten im Gang. Oh, der Kessel. Ja, okay. So Kessel, ne? Wenn der pfeift. Wow. Ja, und der haucht wieder. Und er spielt Gitarre. Kettle? Kettle turns on off Kettle? Ja. Okay. Ja, bleibt ja beim Dämon. Ist ja klar, ändert sich ja jetzt auch nichts mehr dran, es sei denn, wir finden irgendwas, dass irgendwas anderes falsch war. Kettle, was war jetzt noch? Gitarre? Gibt's aber nicht. Ja gut, dann hätten wir Ghost Wiki, Kruzifix und Kerze. Ja, Rocking Chair ankommen, okay. Smash Bottle ist eigentlich auch ankommen. Dick Graves, das ist es, Dick Graves. Also sind die Tombstones im Garten, sind Gräber, die er gräbt. Na, okay. Er schmeißt auch Teller. Oh ja, jetzt höre ich den Schaukelstuhl. Hissing ist es. Hissing, Fauchen. Das Atmen ist Fauchen. Ah, okay. Box Rocking Chair macht da. Wie nennt sich, wie heißt das auf Englisch? Fauchen? Hissing. Hissing? Mhm. Demonic Hissing. Ah, ja, okay. Ja, bleibt natürlich logischerweise Dämon. Ja, alles, was wir finden, ist Dämon. Das ist gut. Dann liegen wir ja wohl richtig. Teller macht er auch kaputt ohne Ende, aber das hatten wir ja auch schon, ja. Aber da macht er richtig viel kaputt. Ich jetzt mal unten. Warte, ich muss auch mal raus, weil ich bin nämlich auf 173. Ich glaube, so einen hohen Puls habe ich noch nie gehabt, 173. Ja, so wie der Dampfkessel da. Ja, genau, so einen Puls hatte ich. Ich muss runter noch in den Keller. Okay, er huntet, aber er huntet nicht hier draußen, oder?
Das geht nee, ja nicht. Safe. Eigentlich ein Safe-Raum. Nein, ne? Denke ich auch. Wo willst du denn hier hin? Geht ja kaum. Ja, verstecken ist hier nicht, ne. Das ist lustig, dass der huntet, obwohl keiner da ist. Ja. Aber raus kommst du dann auch nicht, ne? Ja. Zu. Beim Exorzismus ist auch zu, ne? Kann man den sehen irgendwie? Ne, ich kann den nicht sehen. Vorbei. So, wie geht's mir? 100. Na, immer noch ein bisschen hoch. Uiuiui. Tja, da stehen wir nun vor der Tür. 78. Ops, hast du keine gesehen? Geht immer. Nee. Aber ich war wahrscheinlich auch nicht in jedem Raum. So, ich bin auf 60 runter. Dann gehe ich mal schnell in den Keller gucken. Ich jetzt noch wüsste, wo der war. Oh, da ist ein Teller gelandet. So, wo war denn unser... Da war der Keller. Dingsraum. Oh, der war gerade im Keller. Okay. Wo war unser Anfangsraum? Ich weiß das schon nicht mehr. Aber weißt du auch nicht, ne? Doch. Warum ist Eck? Sick. Das ist ein Orb. Echt? Ja. Ich hatte das übrigens jetzt auch. Hier vor dem Kamin. Ich weiß, was mein Problem war. Ich habe den Ghost nicht ausgewählt. Okay. Du wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch, ich meine schon. Scheiße, wo war das denn jetzt? Kruzifix und Kerze. Kerze. Kruzifix. So. Wo war das jetzt? Hier und da wurde der. Zwei, ne? War halt. Wo bist du? Ja, hier. Ist da unser Startraum? Ja. Nee, da. Ich will das Zeug platzieren. Ja, ja, okay. Aber wir müssen doch noch was mit dem Orb auch machen, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was brauchen wir denn? Ich muss eben. Ich habe noch nichts. Stell ich denn bitte die Kerze auf? Select Ghost Dämon. Musste ich da auch noch bei Ghost Wiki auch Dämon? Ne, der ist glaube ich nur zum Gucken. Ne? Kruzifix Candle. Du hast Kruzifix und Candle dabei? Ja, habe ich schon hingelegt. Ah, Scheiße. Was ist los? Er hat Hand mir eingeblendet. Okay. Ja. Nee. Was brauchen wir denn noch? War der kälteste Raum, ne? Das, ja, wo wir da alles schon hingeschmissen hatten. Genau, so, dann brauchen wir. Müssen beide noch eine Pille nehmen. Radios alle aus. Ist okay, Breaker habe ich gerade ausgemacht. Ja gut, dann Pille holen und Bibel daneben. Okay, und der Orb ist uns egal. Steht nix. Ja, okay. So, Pille. Ich sehe nix. So. Bibel. Sonst noch was? Nö. Okay. Komm ich mit. Und da finde ich mal einen Orb, dann brauchen wir den gar nicht, ey. Jetzt schön in dir drin. Die Dinger sehen aber auch immer übel aus. Und wo ist er? Verschwinde, Typ. Er ist weg. Huntet wohl auch nicht. Sollte also geklappt haben, wa? Alright, I'm on my way. Schauen wir mal.
You won. Demon. Ja, aber Jesus, nicht der... Okay. Did not burn the ghost orb. Ja, dann haben wir zwei Clues nicht gesehen. Ja, der Remport, der hat bei mir nicht ausgeschlagen. Okay. Ich habe den Orb nicht angekreuzt im Buch. Das war mein Problem. Ach so, das weiß, dass ich das auch nicht gemacht habe. Ja, deswegen... Ich muss unbedingt da mehr drauf achten, ey. Ja, das ist... Ich kreuze immer die Clues an und vergesse am Ende die... Genau, das Problem ist, dass man überall in jedem Tab irgendwas anklicken kann dann vergisst man gerne den Geist was. Einzutragen, jetzt habe ich vergessen, den Orb einzutragen. Dann hätte man den dann auch verbrennen müssen, ja. Die Kerze hatte ich natürlich auch nicht angezündet. Naja, aber immerhin, wir haben es heute zweimal in dieser Folge geschafft. Sind zwar immer noch Level 1, aber beim nächsten Mal schaffen wir vielleicht Level 2 und können uns eine neue Hose leisten. Hey, seid dabei. Das ist der Moment überhaupt in der Videospielgeschichte. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und schaut nächstes Mal wieder zu. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.